Einstein hätte keine Relativitätstheorie ohne Arbeit des Mathematikers Nikolai Lobachevsky schaffen können. Lobachevsky wurde an der Universität von Kasan nur beim zweiten Versuch eingeschrieben. Aber schon mit 24 Jahren wurde er Professor und dann Rektor dieser Universität. Er zeigte sich als ausgezeichneter Verwalter, er baute die Universität neu um und rettete viele Studenten während der Cholera-Epidemie. Aber seine wichtigsten Errungenschaften sind in der Wissenschaft. Die Grundlage der Geometrie zu seiner Zeit waren Axiome der antiken Mathematiker Euklid. Eines von ihnen lautet: Durch einen Punkt außerhalb einer geraden Linie kann nur eine gerade Parallellinie zur ersten durchgeführt werden. Lobachevsky bewies, dass dieses Parallelaxiom für den üblichen Raum gilt, aber es funktioniert nicht im gekrümmten Raum. Im Gegensatz zu Mythen behauptet Lobachevsky jedoch nicht, dass sich parallele gerade Linien kreuzen können. Die Lobachevsky-Theorie erwies sich als zu revolutionär. Ihre Anerkennung dauerte 12 Jahre, aber sie ließ Einstein die Krümmung des Raums und der Zeit beschreiben.